Ja, manche Dinge sind ein kleines bisschen ärgerlich. Jetzt wird es ja so warm und ich hatte ja eine Portion Fleisch bestellt, Pferdefleisch, weil ich das sehr gern esse. Das schmeckt mir richtig lecker. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und heute kam das Paket an. Leider muss ich sagen, dass der Lieferant, ja, was soll ich sagen, es nicht optimal verpackt hat. Nicht optimal verpackt hat. Es ist eine normale Kiste, ja, eine ganz normale Kiste. Und in dieser Kiste steckt so eine, ich zeig's euch mal. So eine ganz normale Tüte. Oh, das stinkt. Ich habe jetzt ein Thermometer reingelegt. Und das liegt jetzt da seit 10 Minuten drin. Und in dem Thermometer sind es 20 Grad. Das heißt, das Ding hat 20 Grad. Es liegen oben drauf vier solche Akkus, die leider überhaupt nichts taugen. Boah. Oh, ich bin viel gewöhnt, ne? Aber das, boah. Und hier ist das leider verdorbene, riesige, wow, das ist ja riesig. Das leider verdorbene Pferdefilet. Den Schinken fasse ich dann natürlich auch nicht mehr an. Da ist das Kondenswasser drin, da steht das Kondenswasser drin und unten 2 Kilo Gulasch. Boah, das stinkt. Boah, das stinkt. Oh, da gehst du ja kaputt. Boah. Und das werde ich jetzt entsorgen. Ne? Wie so schön heißt. Das wird nicht versorgt, das wird entsorgt. Die Firma habe ich bereits angerufen, ich kriege also problemlos mein Geld zurück. Aber über die Verpackung müssen die sich echt nochmal unterhalten. Also das war nichts, das war ein Schuss in den Ofen oder ein Griff ins Klo.